Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon, A Wonderful Life. Gleich vorneweg möchte ich euch sagen, ich bin immer noch krank, aber hey, meine Stimme ist wieder da. Aber da ich öfter mal ganz, ganz, ganz böse husten muss, werde ich mich jetzt nicht hier verausgaben und alle Stimmen so nachmachen, wie ich sonst mache. Also ich werde die ganz krassen Verstellungen nicht machen. So tiefe Stimmen und sowas. Hallo Anna, du hast noch kein Ei gelegt. Schämst du dich denn gar nicht? Nee, tut sie nicht. Gehen wir mal zu Lula. Regnet das? Nee, ich glaube nicht. Ja, ihr habt ja noch gar kein Wetter gesehen. Bisher gab es ja auch noch nichts Großartiges. Oh, und ich habe ein Haar im Auge. Das heißt, es kribbelt die ganze Zeit. Benutzen wir den Melker. Um unsere Milka-Kuh zu melken. Na komm. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Entschuldigt. So. Na nimm. Es wird immer weniger Milch, die Lula gibt. Müssen wir uns mal wohl bald darum kümmern, dass sie ein Kälbchen bekommt. Ich wollte gerade Lämmchen sagen. Ist klar. Weil eine Kuh auch Lämmer bekommt. Ne, und Schafe kriegen Kälber, Säue kriegen Fohlen und Pferde kriegen Ferkel. Ja, hier können wir einen Kuhwundertrank bestellen, aber wir haben nicht mal genug Geld dafür, also wäre das erledigt. Habe ich eigentlich noch einen Fisch? Nein. Denn, aua. Die Fische wollen wir ja dann bei Wang verkaufen. Also, ich will sie verkaufen. Ob Emero das will, weiß ich nicht. Ich mach's einfach. Yep. Fangen wir mal an, die Tomaten wieder ein bisschen zu gießen. Upsala. 4 Quadrate nur noch. Muss ich ja Wasser holen gehen. Jo. Schade, dass die Quelle nicht direkt beim fruchtbaren Boden ist. Aber ich könnte natürlich auch hier anbauen. Aber an den kleineren Feldern möchte ich immer Bäume pflanzen. Muss ich mal gucken, wie ich lustig bin. So. Na komm, gieß schon. Jo. Sehr schön. Und ich muss mir endlich mal meine Liste machen, damit ich im Überblick habe, welches Obst und welches Gemüse man wann anpflanzen kann. Es ist nämlich nicht schön, so unwissend durch die Welt zu laufen. Entschuldigung. Hund hat gefressen. Können wir ihm das Essen vom Vortag, das Fehlgeschlagene, in den Napf tun. Hi, Flumpi. Ew. Ja, du solltest es ihm nicht zeigen, du solltest es ihm in den Napf legen, Emero. Ist ja auch schön. Hier, guck mal, Hund, essen. Meins. Ist nicht nett. Bewegen wir uns mal nach draußen. Davon ist Nami. Der möchte ich was schenken, einfach weil ich es kann. Nami?
Nein, sie läuft weg, haltet sie! Ah ne, sie bleibt stehen. Hi. Was? Oh, guten Morgen. Im Frühling scheint jeder viel glücklicher zu sein. Ja, du sagst aber auch nie was anderes, kann das sein? Hier, guck mal. Schenke ich dir. Das sieht toll aus. Du bekommst es. Ich will nichts, danke. Aber sie nimmt es trotzdem. Ist klar. Schauen wir mal nach unserer geliebten Celia und ihrem Tagebuch. Welchen Tag haben wir heute eigentlich? Oh, der 6. Frühlingstag schon. Cool. Cool, cool, cool. Hallo Celia. Komm ich dich besuchen? Hallo. Guten Morgen. Ein schöner Tag zum Arbeiten. Ich sehe Feldfrüchte gerne wachsen. Nein, ich möchte nichts kaufen. So gern ich dir auch was abkaufen wollen würde. Ich möchte dir eine Spielblume schenken. Ey, nicht mich wegschieben. Hier. Kann ich später deine Felder sehen? Wie läuft's? Du kannst die Felder gerne sehen, aber ich wollte dir die Blume schenken. Hallo. Sieht toll aus. Nimm es. Wirklich? Ich schulde dir was. Gern geschehen. Ja. Was hältst du von unserem Feld? Deine Meinung interessiert mich wirklich. Groß. Und besser bestellt als meins. Hi, Wester. Hey, dir schenke ich auch eine Blume. Hier, schieb mich nicht gegen den Tisch. Grüß dich. Du hast was Leckeres. Kann ich was haben? Ja. Echt? Danke. Wenn du die Blume unbedingt essen willst, meinetwegen. Ja, ich wollte zu Celia. Ich will aber hoch und nicht mit dir sprechen. Ganz schön spärlich eingerichtet hier, oder? Ein Schrank, ein Bett und ein Tisch. Oh, ich habe 2 Herzchen. Yay! Ich kann mich ums zweite Herz-Event kümmern. Ja, dazu muss es aber erst nachmittags werden. Da muss ich nachmittags von meiner Hütte aus zur Quelle gehen. Ich weiß jetzt leider nicht, was meine Hütte ist. Also, manche Herz-Events habe ich nachgeschlagen. Mich ganz ehrlich. Weil ich das immer nicht so hundertprozentig weiß. Guten Morgen. Es ist morgens, oder? Die Blumen blühen schön. Ich liebe die Frühlingsgefühle. Ach nee, sie mochte ja keine Blumen. Hey, möchtest du ein Monderz? Hallo? Das ist sehr schönes Erz, aber ich stehe nicht drauf. Ey, was mag die Frau? Ich will mich doch nur mit ihr anfreunden. Hier, das hier? Eins von den gefundenen Relikten. Ich brauche es nicht, aber du scheinst es zu mögen. Was magst du? Das beeindruckt mich nicht wirklich. Ich dachte, es wären Fossilien oder Steintafeln. Ach, dann leck mich doch am Ärmel. Lass mich doch in Ruhe, ich wollte dir doch nur was schenken. Oh. Ah, Ruby, zu dir wollte ich. Ich sehe dich nicht. Wo bist denn du? Da. Blume, Blume. Blume. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Bambi. Blume! Moin, wie geht's? Du hast da etwas Gutes. Nimm es. Kann ich das haben? Ja. Bist du sicher? Ich mag dich. Bekommst du Blume geschenkt von mir? Was zu Hause ist? Oh, der schläft noch.
Um die Uhrzeit. Oh, und ich hoffe, ihr hört das Hämmern nicht. Unsere Nachbarn renovieren. Das Hämmern gehört zum Spiel. Das ist okay. Einpacken. Ja, Emero hat die ganze Zeit schon nicht gemeckert, dass er Hunger hat. Sollte ich mir Sorgen machen? Morgen. Diese Jahreszeit tut gut. Ich würde gerne so viele neue Sachen machen. Findest du das nicht auch, Kleiner? Kann man ihm auch Blumen schenken? Oder? Wow, er ist durch mich durchgegangen. Ignorier mich nicht. Hey, du hast was Gutes. Das muss für mich sein, oder? Ja. Vielen Dank. Du bist wirklich ein netter Kerl. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Cool. Also ich finde, ich persönlich finde, dass es so ein kleiner Vorteil ist, wenn man allen Leuten Blumen schenken kann und die sich darüber freuen. Weil das finde ich immer bei den Gameboy-Spielen ein bisschen schade oder doof, dass alle Leute immer auf so komplett unterschiedliche Sachen stehen. Es ist zwar realistisch, aber wenn man sich wirklich mit allen anfreunden möchte, ist es sau schwierig. Guten Morgen. Wow, wunderbar. Das ist das Beste. Ist das für mich? Ja. Ja, danke. Ja, wie gesagt, es ist realistisch, aber ein bisschen sehr schwierig, sich dann mit allen anzufreunden. Und irgendwann hat man dann auch keine Lust mehr, weil wenn man jeden Fisch, den man geangelt hat, irgendwem schenken muss und jede Feldfrucht, die man gezogen hat, irgendwem schenken muss, dann verdient man ja auch gar nichts mehr. Und man ist auch den ganzen Tag nur damit beschäftigt, die Sachen zu sammeln, die man Leuten schenken will, weil man muss die Dorfbewohner ja meistens jeden Tag beschenken. So. Wo ist denn Romana? Miau. Hallo. Oh, Emero, schön, dich zu sehen. Entspanne dich und fühl dich wie zu Hause. Fühl dich bitte wie zu Hause, du wiederholst dich. Hier, möchte ich dir Blumen schenken. Ist das für mich? Ja. Oh, wirklich? Ich kann leider im Moment nicht. Na, toll. Warum? Wie schwer beschäftigt bist du... Oh, Emero hat Hunger. Wie schwer beschäftigt bist du gerade, wie du da an deinem Schaukelstuhl sitzt? Aber ich kann verstehen, dass sie da keine Geschenke annehmen kann, weil die Animation wahrscheinlich seltsam aussehen würde, wenn sie jetzt die Blume in ihre Rocktasche stecken würde. Ja, miau. Gucken wir mal, ob Sebastian da ist. Hallo. Wie wunderbar, dich zu sehen, Emero. Fühl dich wie zu Hause. Nicht, dass es mein Haus wäre. Ja, nee, Beifuß wollte ich ihm nicht schenken. Ich will gucken, ob er Blumen will. Halt. Hier. Sieht sehr gut aus. Ich sollte das wissen. Ja, dann nimm es. Das sind meine Favoriten, wenn ich das so sagen darf. Dann nimm es. Ja, dann halt nicht. Wie mache ich Marinade? Fisch und Beifuß. Tomate oder Rübe? Okay. Fisch und Beifuß, Tomate oder Rübe. Aber das ist weder eine Suppe noch ein Salat, glaube ich. Also muss ich das später nochmal versuchen. Wow. Hallo, Hardy. Oh, was ist los? Wie geht es dir? Übertreib es nicht. Blume! Blume für Hardy. Die wilden Pflanzen hier können heilend wirken. Das sehe ich mir mal irgendwann näher an. Nein, hier. Haben. Geschenkt. Hier. Du kannst nicht alle wilden Pflanzen hier essen, aber sie können nützlich sein. Je nach Gebrauch. Wollte ich verschenken. Ja. Probieren wir das mal mit der... Oh, ist Nina zu Hause?
Gucken wir mal. Nina! Ja, ich möchte ihr Blumen schenken. Oh mein Gott, traditionell japanisch. Hm. Oh, Himero, wie schön, dass du kommst. Bitte mach es dir bequem. Nun, mach es dir bequem. Genieße den Frieden und die Ruhe des Landes. Hm, das ist sehr schön. Oh, bietest du mir das an? Ja. Oh, danke, danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Dir mache ich doch gerne eine Freude. Was ist mit dir? Oh, Himero. Danke fürs Kommen. Immer ruhig, okay? Oh. Nimm's locker. Nicht, dass es viel zu tun gäbe. Nimmst du auch Blumen? Das sind Pflanzen aus der Gegend hier. Sie sollen besondere Eigenschaften haben. Nee, nimmst du nicht. Das bestimmt auch nicht. Steine interessieren mich gar nicht. Jo. Oh, hier steht was. Die Küche scheint ein wenig, sieht ein wenig benutzt aus. Mhm. Eine gut erhaltene Pflanze. Na gut. Gehen wir mal wieder zur Tür. Wollen wir die beiden älteren Leute nicht weiter stören? Schauen wir mal, ob mit Hütte das hier gemeint ist. Ja. Himero, ich muss mit dir übers Verschicken reden. Falsches Herz-Event! Flumpi, lass Muffy in Ruhe! Gibt's doch nicht! Oh, Himero, Gott sei Dank bist du hier! Plötzlich fing der Hund an, mich anzubellen. Hm? Territorium? Was ist das? Was? Pinkeln? Entschuldige, was meinst du? Du schienst verärgert oder so. Er ist immer so. Wie beängstigend. Bist du verletzt? Mir geht's gut. Eigentlich liebe ich Tiere. Und Farmarbeit. Aber ich muss jetzt gehen. Führst du mich das nächste Mal herum? Na klar. Wirklich? Toll! Falsches Herz-Event. Tschüss dann. Ja, eigentlich, ne, sollte ja Celia und so, ne? Oh, meine Tomaten blühen, toll. Anna, warum legst du kein Ei? Hm? Erzähl mal. Ja, die Tomate blüht. Werde ich gleich gießen gehen. Lula schläft, die will ich noch nicht melken. Dann probiere ich das nochmal. Weil von Muffy will Himero ja nichts. So. Laufen wir mal einmal um den Tisch. Yay! Yay! Und wieder raus. No. Funktioniert nicht. Probieren wir mal den Schuppen aus. Was ist das denn? Kälberluke. Schützt das Neugeborene. Ach so. Du musst dich dann aufbauen. Zaun zum, um trächtige Kuh zu isolieren. Hm? Da da da. Hey, wie geht's dir? Kühe geben nicht statt. Ja, ich weiß. Ja, 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 ja. Okay, hi Lula. Hallo.
Hier, Nom Nom und streicheln und knuddeln und so. Aber eigentlich will ich dich ja melken. Ja, eigentlich brauche ich auch zum Melken keinen Melker. Keine Melkmaschine. Aber ich kann's, also benutze ich sie. Ich bilde mir ein, dass dann mehr Milch bei rumkommt. Ich weiß es nicht. Es kann sein, muss aber nicht. So. Die nehmen wir. Komm, pack ein. Dann verstauen wir das hier und dann gucken wir nochmal, ob wir nochmal das Herz-Event, nochmal, ob wir noch ein Herz-Event auslösen können. Oder ob das für heute nicht mehr geht. Ah, ich will mal gucken, ob Takakura ist ja wieder da, also jo. 845 Goldstücke habe ich verdient. Oh, ein Ei bringt 40 Geld. Cool. So. Du stehst. Du hast immer noch kein Ei gelegt. Manu! Manu, Manu! Habe ich Funk heute schon geknuddelt? Komm mal her, Funk. Na komm. Nee, habe ich noch nicht. Oh. Entschuldige, Funk. Funk Royal, es tut mir leid. Ich habe dich nicht geknuddelt für heute. Ja, die Felder beginnen trocken zu werden. Das heißt, ich muss wieder gießen. Aber die blühenden Tomaten, die werden bald erntebereit sein. Und das finde ich gut. Denn dann kann ich endlich anfangen, reife Feldfrüchte zu verkaufen. So spannend. Oh Gott, und jetzt ist er auch noch erschöpft, der Emero. Ja, ich werde mir bald leichteres Werkzeug kaufen. Dann ist er nicht mehr so müde. Der arme Emero. Muss er hart arbeiten. Okay. Leg weg. Und lauf. Wir schauen nochmal. Ach, mir juckte schon wieder die Nase. Das gibt's nicht. Was könnte man hier eigentlich lesen? Ach so. Ein kleiner Schrank. Ach Mann, oh. Muffy! Die hat mir alles kaputt gemacht. Oh, hier darf ich auch rein. Cool. Aber Takakura ist doch gar nicht zu Hause. Uiuiui. Die Küche ist sauber. Da ist eine Notiz. Zwei Arten Früchte und Milch geben süßen Nachtisch. Hm. Ich sollte es nicht öffnen. Jung Takakura und schöne Frau lächeln. Mhm. Oh, wie süß. Ein Strohhut. Ja, das nächste Herz-Event soll hier stattfinden. Also, da muss man zur Quelle laufen oder läuft Emero automatisch zur Quelle. Aber Murphy kam uns ja dazwischen. Naja, nicht schlimm. Versuchen wir das beim nächsten Mal. Oh, wir angeln, glaube ich, nochmal. Wenn wir sowieso schon hier sind. Blumen, Blumen. Will haben, will haben. Und einpacken. So, schauen wir mal nach der Angel. Da.
und fischen wir. Na komm. Oh. Jetzt hat er aufgehört zu angeln, weil er Hunger hat. Och Mann, Emero, du bist ein Weichei. Nee, nein. Hier. Nom. Hey, Rock. Hier kann man auch angeln in der Quelle. Na? Ja. Findest du etwas, was Spaß macht? Ja. Ich liebe dieses Wetter. Da fühle ich mich so wohl. Ja. Cool. Ich guck mal in den Wetterbericht. Und vielleicht wird's ja jetzt nochmal was mit Celia. Obwohl es jetzt schon Abend ist, mehr oder weniger. Nee, ach Gott, ich wollte noch gar nicht ins Tagebuch. Hallo, das Wetter wird heute schön sein. Cool. Horoskop von heute, ein Glückstag. Trinke ein paar Cocktails, um deine Energie zu steigern. Gegenstand des Tages ist wildes Gras. Okay, da merkt man mal, was für ein bekloppter Quatsch das alles ist. Gegenstand des Tages ist wildes Gras. Cool. Vielleicht sollte ich Celia ein bisschen Tierfutter schenken. Da freut sie sich sicherlich. Funk, wo ist Anna? Ach, da vorne. Aber warum hat sie kein Ei gelegt? Anna? Anna, wir müssen mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Das geht so nicht weiter. Du kannst nicht immer keine Eier legen. Das geht so nicht. Ich will kein zweites Huhn dazu kaufen. Ich will eins ausbrüten. Na, was ist so spannend? Beobachtest du Lula? Na, oder auch nicht. Überall gehen die Lampen an. Wie schön. Wo gehst du jetzt eigentlich noch hin, so spät? In die Stadt? Schlaft ihr? Nein. Hey! Ich wohne auf dem Dachboden, aber ich mag es. Nein, ich möchte nichts kaufen. Komm mich doch mal wieder besuchen, gerne. Ich will gucken, ob ich ihr nochmal was schenken darf. Sieht toll aus. Sieht toll aus. Und es sieht immer noch toll aus. Nein, kann ich nicht. Ich darf ihr nichts schenken. Na gut, dann nicht. Oh, da ist Gustava. Der kriegt eine Blume. Flora will ja keine. Hier, hier, hier. Nimm. Ja. Hey, du hast etwas wirklich Gutes. Kann ich es haben? Bist du sicher? Vielen Dank. Gern geschehen. Oh, ich freue mich darauf, wenn ich ein Pferd bekomme. Muss ich nicht immer so langsam rumlaufen. Aber es wundert mich auch, dass es noch nicht einmal geregnet hat. Hey, Walli. Walli. Hey. Guten Abend. Trainierst du? Ja. Das ist es, was ich tue. Trainieren. Ist doch logisch. Oder nicht? Und du
läufst hier rum? Moin. Moin, moin. Es ist jetzt warm. Ja, es ist. Coole Musik. Hi. Abend. In dieser Jahreszeit fühle ich mich so gut. Ich würde gerne eine riesige Party feiern. Mach doch. Hier, nimm eine Blume. Hey, Kurzer, du hast ja was Gutes. Das muss für mich sein, oder? Ja. Vielen Dank. Nicht schlecht für einen Kurzen. Kannst nicht erwarten, es zu probieren. Was? Warum esst ihr alle die Blumen? Und warum nennt er mich Kurzer? Mal ganz nebenbei. Ich bin größer als du. Größer. Da. Hier, schieb mich. Hallo, schieb mich nicht weg. Ich bin größer als du. Na gut. Ist ja nicht so, als würde mich das aufregen. Nein. Na, Hund und Kuh. Funk, wo ist Anna? Anna, leg ein Ei. Hast du mich verstanden? Leg ein Ei. Und ihr müsst reif werden. Habt ihr mich verstanden? Reif. Okay. Wow. Hast du nicht eben noch woanders gestanden, Funk? Schmus, schmus. So. Da, da, da. Da, 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 da. Wow, Emero. Total müde, der arme Kerl. Probier's noch einmal. Ich bezweifle, dass jetzt irgendwas kommt. Weil sonst wäre wahrscheinlich nicht nachmittags, sondern abends das Kriterium gewesen, rauszugehen. Aber ne, ist es ja auch nicht. Muss ich das morgen probieren? Celia nochmal ein Blümchen schenken und dann am nächsten Tag. Ist immer das Gekämpfe um die Herz-Events. Yo. Anna. Pff, lauf halt weg. Hab ich kein Problem mit. Es verletzt mich nur zutiefst. Gut, dann würde ich sagen. Emero geht jetzt schlafen und wir sehen uns beim nächsten Mal mit Harvest Moon A Wonderful Life. Au revoir.